diese Treppen, ne? Nicht zu empfehlen. Kann man einmal im Leben machen, kein zweites Mal. Es fühlt sich einfach an, als ob meine Waden gleich irgendwie durchbrechen und ich einfach nur hier so ohne Beine über den Boden schrubben muss. Jo Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Wir fahren heute nach Kassel. Lieber Marvin, was machen wir in Kassel? Ja, wir schauen uns Kassel an. Ja, nicht ganz, Freunde. Wir in erster Linie gar nicht mal unbedingt Kassel, sondern das Schloss Kassel und der Herkules. Wer nicht weiß, was der Herkules ist, der kann ja einfach mal dranbleiben und gucken. Sehr schön soll es dort sein. Ich war da tatsächlich selber noch nie. Marvin macht jetzt ein paar Cinematic-Aufnahmen während der Fahrt. Ich teilweise auch, je nachdem. Felswand. Da ist ganz viel Felsgestein unter dem Mutterboden. Gott, oh Gott. So Freunde, wir sind jetzt hier am Ziel angekommen. Das da oben ist der Herkules. Hier bin ich, hier ist der Herkules. Ich weiß gerade nicht genau, was das für eine Bedeutung hat. Das werden wir jetzt höchstwahrscheinlich gleich noch herausfinden. Ich weiß nur, dass die Aussicht auf der anderen Seite atemberaubend ist. Ja, ist es so? Stimmt, ja, ne? Ja. Glaube ich, ja. Uns ja. Auf jeden Fall. Der Herkules da oben, der ist nackt. Also, falls USK ihr noch 18. Nackten Gott gesehen habt, jetzt gleich ist es soweit. Freunde, also ganz kurz zur Erklärung. Wir sind hier auf einer Bergkuppe. Da steht dieses Gebäude mit der Herkules-Statue drauf. Auf der anderen Seite kann man über komplett Kassel und Nordhessen so gefühlt gucken, also schon sehr weit. Hier oben starten Wasserspiele, die runter zum, ich glaube, Kasseler Schloss oder sowas laufen. Das ist, glaube ich, deutschlandweit noch die einzigsten Wasserspiele, die nicht maschinell mit Pumpen funktionieren, sondern irgendwie noch von damals mit rein physikalischen Kräften vom Grundwasser gezapft werden, nur wie es funktioniert. Ihr seht jetzt erstmal ein paar Cinematic-Aufnahmen von hier und ich glaube, das wird richtig cool. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the moss room. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. So Freunde, ihr habt jetzt schon ein paar Cinematic-Aufnahmen gesehen. Wir laufen jetzt hier ganz gemütlich runter zum Schloss nach Kassel. Das ist ganz interessant, der Marvin hat sich jetzt gerade mal hier ein bisschen rum erkundigt, wie das Teil hier überhaupt entstanden ist oder was das hier soll, weil eigentlich verbindet man ja Herkules oder an sich auch so eine Pyramide oder so mit Göttern. Das zählt als Barockschloss, da oben das ganze Gebäude und die Wasserspiele drumherum, die leider erst in einem Monat starten. Auf jeden Fall wurde 1701 das Barockschloss da oben gebaut und 1717 haben die dann die Herkules-Statue oben drauf gestellt und das war dann quasi die Vollendung. Das heißt, die haben einfach 16 Jahre gebraucht, um das zu bauen. Und ganz ehrlich, jeder, der im Phantasialand schon mal war, seitdem die neue Themenwelt dort ist, vor 3 Jahren, wann die kamen, der wird halt sich auch ein bisschen daran erinnern können, weil das sieht einfach aus, als ob man irgendwie durch Klugheim läuft. So heißt, glaube ich, die neue Themenwelt, wie wo die Taron-Achterbahn hergeht. Mit diesen 5000 Steinen da oben und dann diese Statue da oben, das ist schon krank. Wie idyllisch, da läuft eine Ente über die Wiese. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Meter runter und ziehen uns dann gleich da unten das Schloss rein und nochmal die Sicht von ganz unten. Wenn ihr mal hier in der Ecke seid, es lohnt sich anzuhalten, um mal so 2-2,5 Stunden einzuplanen, um hier einfach ein bisschen zu verweilen, weil es einfach mega ist. Ich würde sagen, wir lassen einfach die Szenen mal noch ein bisschen für sich sprechen und sehen uns dann gleich irgendwann wieder.
Der Marvin hat jetzt gerade noch ein paar Picture von mir gemacht. Wir sind jetzt hier unten am Schloss angekommen. Mega krass eigentlich. Also, was halt wieder nur reinscheißt, ist das Gerüst da drüben. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier in Kassel auf dieser Wiese. Cinematic haben wir eigentlich genug aufgenommen. Den gesamten Berg dort wieder hochlaufen. Und das ist halt, ich weiß nicht, uns kamen Leute entgegen, die sind irgendwie zum Wasserfall mutiert. Also ohne Witz, die sah nicht so gut aus. Würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder hoch, gehen zum Auto. Insta-Bilder findet ihr wie immer auf meiner Seite, ist einmal in der Beschreibung verlinkt und Namen stehen jetzt nochmal hier. Zieht es euch gerne rein, liked, teilt und sehen uns gleich. So Freunde, ganz oben wieder angekommen, absolut totgeschwitzt, Todes am Arsch. Diese Treppen, ne? Nicht zu empfehlen, kann man einmal im Leben machen, kein zweites Mal. Es fühlt sich einfach an, als ob meine Waden gleich irgendwie durchbrechen und ich einfach nur hier so ohne Beine über den Boden schrubben muss, weil ich gerade absolut Muskelversagen kriege. Gar keine Treppen gewohnt, ne? No joke. Hier geht gerade leider ein bisschen Wind, ich hoffe, man versteht mich. So Freunde, eine windstille Ecke. Wir gehen jetzt zum Auto. Scheiße. Ich hab hier alles nass. Polyesterreiniger. Okay. Ist immer gut, den dabei zu haben. Ja? Warte mal, gib mir mal hier auch mal. Ah! Ja, du hast recht. Alter, das ist dein Ernst, Lennart. Wie willst du die denn putzen? Alter, du bist überall. So Freunde, da waren die fehlenden 40 Sekunden, wo eure Eltern sagen würden, genug Internet für heute und jetzt viel Spaß beim Rest des Videos. Wie fandest du es? Aufregend, toll und es war mal wieder ein bisschen übertrieben, weil hier im Corsa sitzt man einfach nicht so wie in einem Bentley, war. Ja, war ein spannender Ausflug, war toll. Haben wir wieder viele neue Ecken gesehen. Und ich lege mich jetzt gleich, glaube ich, erstmal hin. Wir sind jetzt noch vor Sonnenuntergang sogar nach Hause gekommen. Sehr schöne Strecke, sehr schön in Nordhessen. Echt sehr zu empfehlen, da oben mal rumzufahren. Ja, wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben, lasst ein Abo da, schreibt gerne einen Kommentar und wir sehen uns die Tage in einem neuen Video wieder. Haut rein, bis bald, ciao.